Selbstverständlich empfängt mich Ihre Gnade. Pardon, mein hübsches Kind. Ich sag pardon, mein hübsches Kind. Ich hoffe doch nicht ernstlich wie getan. Ihre fürstlichen Gnaden. Euer Leben sehr vortrefflich aus. Schiehe jetzt wohl, dass Ihr Gnaden entzückt ist, mich zu sehen. Sollten euer Gnaden nicht, was du die frühe Stunde guter Personen von Stand, habe ich nicht seiner Zeit wahrhaftig Tag für Tag unserer Fürstin meine Auffattung im Mottos im Bad gesessen ist, mit nix als einen kleinen Wandschirm zwischen ihr und muss mich wundern, wenn euer Gnaden die Frieden. Entzogen Sie, man hat sich betragen, wie es befohlen. Ich hatte diesen Morgen die Migräne. Ein hübsches Ding, ein gutes, saures Kind. Ich bin auch jetzt noch nicht gut. Natürlich. Meine Kammerzog, ein junges Ding vom Lande. Ich muss fürchten, sie inkommodiert euer Leben. Ja, zunächst, wie, nicht im Geringsten, nicht im Gegenteil. Euer Gnaden wäre vielleicht verwundert sein, dass ich als Bräutigam des inzwischen. Was? Bräutigam? Ja, wie euer Gnaden, dennoch aus meinem Brief genug schon. Fräulein von Minal. Aber euer Namen, den Namen nicht verheimlicht. Natürlich, wo habe ich meinen Fuß? Bloß die Familie, sind's keine hiesigen? Jawohl, euer Gnaden, es sind hiesige. Nein, du bist die Gnade ihrer Majestät geadelt. Er hat die Lieferung für die Armee, die die Niederlande schickt. Der Rochelle Stirn auf der Mesaliose. Ah nein, dass ich es sage, das Mädchen ist für einen Engel hübsch genug. Kommt frischwegs aus dem Kloster, ist das einzige Kind, dem Mann, der 12 Häuser auf der Wieden, nächst dem Palais am Hof, und seine Gesundheit soll nicht die beste sein. Mein lieber Vetter, ich kapier schon, wie wir's geschlagen hat. Mit Verlauf für sich Gnaden, ich denke mir gut, adeliges Blut genug im Leib zu haben. Für ein Zweiter Vetter schließe ich, was soll ich? Pardon, die Magdo, den Vortritt, wo er ihr gebührt, wird man der Frau gewahren, doch zu verschaffen ist, was die Kinder anlangt. Wenn sie denen den goldenen Schlüssel nicht konzedieren wären, warnen sie, werden sich mit den 12 eisernen Schlüsseln zu den 12 Häusern auf der Wien zu getrösten. Gewiss, wo sicherlich dem Vetter seine Kinder, die werden keine Don Quixote. Warum hin aus die Schokolaren geruhen nur dort? Wieso denn? Fortgehen! Wenn ich euer Gnaden gestehe, dass ich so gut wie nüchtern bin. Marianne, komm sie her, verliert sie seine Liebe. So gut wie nüchtern, euer Gnaden. Sitz im Reisewagen, seit 5 Uhr früh. Durch den gestellten Dieb bleibt sie hier beim Herz. Ich hab mir was zu sagen. Eure ganze Liebe.
dieser Engelschatz. Ein Zauberer sind auf dem Wege zum weißen Rosse, wo wir logieren. Heißt bis übermorgen, in etwas Schönes drum. Bis übermorgen, um die Augen zu charmotieren. Wie dann ziehen wir ins Tarif von Faminal. Natürlich muss ich vorher den Bräutigam aufführen. Wie sieht denn nicht was mit? An die wohlgeborene Jungfer Braut deputieren, die die Silberrose überbringt. Dort der Hofe, der liebe Geflogenheit. Wen von der Verwandtschaft haben eure Lieben für dieses Ehrenamt ausersehen? Die Begierde darüber, ihr Gnadenratschlag einzuholen, hab ich so kühn gemacht. In Reisekleidern bei der heutigen Levit. Von mir? Gemäß brieflich in aller Devotion getan hat, bitte. Ich bin doch nicht so unglücklich mit dieser Devoteste zu Pflichten missfallen. Natürlich einen Aufgehör. Ihr Leben erst zum heutigen Versuch aus der Verwandtschaft. Schien denn nur den Vetter Kreising mir, den Vetter Lambert, ich werde. Ich will in euer Gnade. Dass sie mir wiederkommt, ich käme dir vor. Oh, weißt du da, kann ich dem Vetter für jetzt noch dienlich sein? Ich schäme mich bereits, an euer Gnaden Notar in einer Rekommendation wäre mir lieb. Es handelt sich um den Ehevertrag. Mein Notar, die kommt öfters des Morgens. Schau sie doch mal runter, aber nicht in der Antischoge ist. Das kann man so für euer Gnaden, rat sich der Bettino, nur meine Quille. Lass mir nach, Herr, weil sie wo früh ich bin. Das ist es, bleibt sie nicht zu ihrer Gnaden, wie es kommt, dass er von der Livriere. Ich ließe solches Gold in meiner Seele nicht, und das, was in Farben da kein Volk. Ihr Lieben sind wohl zugesagt. Da hab ich nicht gesagt, er wird euer Gnaden zu melden haben. Hab ich mein Notar in der Vorkammer worten. Fürstliche Gnaden haben den Notari, dann den Verwalter, dann den Kuchenchef, dann von Exzellenz Silva hergeschickt, ein Sänger mit einem Flötisten. Ansonsten das gewöhnliche Bagage.